Ja, Leute, und damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Und der Shop sollte jetzt auch schon da sein. Okay, der kam jetzt genau auf die Sekunde rein und ich bin mal gespannt, was wir am Start haben. Also das Team-Paket von gestern, dieses Gaming-Legenden-Reihe-Paket ist noch geblieben. Coachella-Sachen auch noch. Ganz unten Moon Knight ebenfalls noch, der ist schon relativ lang am Start. Goldenes Händchen und so, okay, die ganzen normalen Pakete. Ich gehe mal direkt nach ganz oben hin. Ich habe keine Ahnung, was reinkommen ist und wir gucken mal. Ah, okay, da habe ich auch schon was gesehen. Ich glaube, auf der Twitter-Seite von Fortnite, da wurde das ein bisschen angekündigt. Interessant, also auf jeden Fall neue Sachen. Man kann das Zeug auch einzeln kaufen, sieht man hier direkt. Und vorgestellte Sachen, tägliche Sachen. Interessant, dann gucken wir uns das mal an. Das WooWare-Paket. Und hier sieht man einmal den Throwback-Skin. Der sieht auf jeden Fall cool aus. Hier mit den Händen so zusammen, Sonnenbrille an. Der Skin sieht auf jeden Fall lässig aus. Okay, der ist nice gemacht. Mit Rückenaccessoire, okay. Dann gibt es hier noch Old Dirty Bomber. Und auch die hat noch einen zweiten Stil ohne Cap. Und Rückenaccessoire gibt es noch. Okay, dann hier noch einen Emoticon. Und einen Ladebildschirm. Aber ich muss sagen, die Sachen sehen echt nice aus. Alle so relativ einen coolen Look hier, wie man sieht. Also der Typ hier ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hier gibt es dann noch das Ausrüstungspaket mit Emote. Dann gibt es noch das Werkzeug. Und hier gibt es noch zwei Stile, wie man sieht. Hier gibt es noch den Wandzerstörer. Und was ist das hier? Ein Hängegleiter, Chemie-Surfer. Hier eine Lackierung. Das hier ein Banner und ein Spray-Motiv. Also sind schon viele Sachen am Start. Aber wie gesagt, einzeln kaufbar noch. Die Sachen sehen echt cool aus. Woher die jetzt kommen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber der Skin hier, ich weiß nicht warum, der gefällt mir irgendwie sehr, sehr gut. Was haben wir noch so? Vorgestellte Sachen, Kantenfaktor sehr, sehr oft am Start. Nichts Besonderes. Dann die täglichen Sachen. Ich glaube, hier ist was Seltenes bei. Könnte ich mir gut vorstellen, gucke ich gleich mal. Showgun da vorne hier auf jeden Fall nichts Besonderes. Der ist auch nicht selten, gehe ich mal stark von aus. Liebestöterin, die ist auch nicht selten, aber okay, Sauerlackierung ebenfalls nicht. Ich denke, der Stab des Zauberbands, ist der nicht schon seltener? Also ich habe den glaube ich schon länger nicht mehr gesehen. Gucke ich gleich mal nach. Fußwahnsinn ist auch ganz nice gewesen wegen diesen Effekten. Und es gibt noch Publikumsapplaus mit diesem Tablet. Also ich denke mal, wie gesagt, dass das hier seltener sein könnte. Ich gucke jetzt auch direkt mal nach. Okay. Ich weiß nicht, warum ich es gedacht habe, aber irgendwie sah die selten aus, aber ist nicht selten. Alles nur einen Monat her. Die Sachen einen Monat her ist wirklich sehr oft hier im Start. Dafür halt jede Menge neue Sachen. Und ich muss sagen, die sind echt verdammt cool. Das war's auch schon.